Der Ortsverband des Technischen Hilfswerks Wismar feierte am 11. September im Wismarer Rathaus sein 25-jähriges Bestehen. Geladen waren Gäste aus Politik, aktive Mitglieder, Kameradinnen und Kameraden verschiedenster anderer Blaulichter sowie Freunde und Wegbegleiter der letzten Jahrzehnte. Ortsbeauftragter und Gründungsmitglied des THW Wismar, Conny Blut, war voller Vorfreude auf die Veranstaltung. Wir wollten von ihm zuallererst wissen, wie fühlt man sich an einem solchen Tag? Stolz fühlt man sich, wenn man zurückblickt und als junger Mensch angefangen hat, beim THW sich einzubringen und versucht hat, einen guten Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und dann 25 Jahre weiter schaut, wo man steht und was man geleistet hat und an wie viele Katastrophen wir unterstützt haben, ist das schon beeindruckend. Das macht mich echt stolz und vor allen Dingen auch mit meinen Jungs und meinen Mädels, was man da so geschafft hat, ist echt beeindruckend. Also ich bin gerührt. Zu den anwesenden Gratulanten zählten auch Landrat Tino Schomann. Schon mit 12 Jahren trat er in die Freiwillige Feuerwehr in Blowatz ein und wurde bereits mit 19 Jahren für 10 Jahre der Gemeindewehrführer. Er fühlt sich also mit dem THW eng verbunden. 25 Jahre THW heißt auch 25 Jahre ehrenamtliche Sicherheit für uns im Landkreis und überhaupt. Wir sehen ja gerade, wie wichtig das THW ist in den Südwesten Deutschlands bei der Flutkatastrophe. Aber auch aus meiner Zeit als Wehrführer, der ich ja 10 Jahre lang war, weiß ich, wie wichtig das THW ist in Zusammenarbeit auch mit den Feuerwehren bei uns im Landkreis. Und deswegen freut es mich, dass wir auch tatkräftige ehrenamtliche THW-Einheiten bei uns im Landkreis haben mit Wismar und Gardebusch und heute hier 25 Jahre THW Wismar feiern. Der Landesbeauftragte des THW, Dirk Hansen, zählte ebenfalls zu den Gratulanten. In seiner Festtagsrede sprach er unter anderem von der Bedeutung des THW für die Region und lobte den Ortsverband Wismar in den höchsten Tönen. Hochdynamischer Ortsverband, sehr viele engagierte Helferinnen und Helfer, tolle Jugendarbeit bei allen größeren Einsätzen, immer dabei. Moderner Ortsverband, die irgendwie immer auch versuchen, sich weiter zu verbessern. Es steht tatsächlich auch eine neue Liegenschaft für den Ortsverband an. Also es geht hier munter weiter, so wie die letzten 25 Jahre. In den 25 Jahren des Bestehens des Ortsverbandes haben die Mitglieder eine Menge erlebt. Conny Blut erinnert sich für uns an einige Ereignisse, die ihm besonders im Gedächtnis hängen geblieben sind. Anfänge waren natürlich das erste große Hochwasser 1997 an der Oder, wo wir ja völlig wir waren noch keine Profis und wurden mit einmal in einen riesigen Einsatz geschickt, wo Sandsäcke und Hochwasser mit einmal uns mit Emotionen überfluteten. Also das war schon sehr emotional. Dann der Einsturz der Schule in Goldberg, wo es leider auch Tote gab, wo wir dann versucht haben, die eingestürzten Wände zu sichern. Und dann aber auch mal so ganz einfache Dinge. Die Schiffstaufe der Wismarer hier am Hafen, die mit einer Musikuntermalung dann zu Wasser gelassen wurde, waren ganz tolle Dinge, die man halt nicht vergisst. Zum Ende der zweistündigen Veranstaltung gab es noch eine Ehrung für Mitglieder, die dem THW Wismar bereits seit 25 Jahren angehören. Am Nachmittag präsentierten die Kameradinnen und Kameraden des THW dann noch einen Teil ihrer Fahrzeuge und Ausstattung. Einheimische und Touristen konnten sich ein Bild über das THW machen und direkt mit den Ehrenamtlern ins Gespräch kommen. Wer selbst Interesse hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, findet weiterführende Informationen unter der eingeblendeten Internetadresse.